Global Brothers, die schwerste Schlacht steht uns nun bevor. Meine Waffe! Die andere Waffe! Nein, nicht die! Ja! Auf in die Schlacht! Herzlich willkommen zu diesem Let's Play zu Battle Brothers. Und ganz kurz, das ist crowdgefundet. Ihr könnt auch nach wie vor crowdfunden, das hat auch Vorteile. Aber ihr könnt es auch einfach so angucken, wenn ihr keine Silberlinge überhabt. Und durch das Crowdfunding, ich muss meinen Helm abnehmen, weil da passen unter anderem dann die Ohrstöpsel nicht. Und ich möchte ja was... Ja, so sehen Kommandanten unter ihrem Helm aus. Und ich möchte was hören von dem Spiel. So. Ah, schön. Ich höre was. Und die Spender haben sich entschieden für eine Startausstellung Peasant Militia. Global Brothers habe ich vorhin schon gegeben, auch mir diese Flagge schon ausgesucht. Hier haben wir uns entschieden per Abstimmung für Random Late Game Crisis. Und hier steht auch schon alles angetickert, was ich gesagt habe, wie ich spielen möchte. Jetzt können wir eigentlich starten, oder? Ich kann noch ein Map-Seed eingeben. Na, geht nicht. Gamers Global taugt nichts, das habe ich schon aus... Geht eh nicht hin. Ich dachte, das hätte ich ausprobiert, wahrscheinlich war es ein Gamers Glob nur. Der Elfenkönig... Nein... Putzbrunn? Fehlt jetzt noch was? Aber man darf ja einen Putzbrunner. Nee, das geht. Ich kann ja auch einfach weniger eingeben. Putzbrunn. Gleich ein Disclaimer, also zwei Disclaimer. Einmal zum Iron Man. Das heißt, ich darf nicht speichern, aber wir werden jetzt wochenlang spielen und ihr habt viel Geld investiert. Wenn ich jetzt durch eine saudoofe Geschichte... Also nicht durch Fehler oder zu risikoreich oder so, aber durch eine saublöde Geschichte das halbe Team oder das Ganze verliere und die Partie weg wäre wegen einer Sekunde Dummheit oder sowas oder Pech einfach, dann würde ich mir erlauben, schnell Alt-F4 zu drücken, weil dann fängt man vor der Schlacht nochmal an. Das ist das Erste, was ich mir herausnehmen werde. Und das Zweite habe ich schon wieder vergessen. Was wollte ich noch sagen? Erstens... Achso, ja genau, mit dem Seed-Wert. Wenn... Was habe ich eingegeben? Putzbrunn. Wenn Putzbrunn jetzt die dümmste Karte aller Zeiten ergibt oder eine absolute Bauernietentruppe, würde ich da auch nochmal, was weiß ich, Elfenking oder einfach den Buchstabensalat lassen, weil das macht das ganze Spiel kaputt. Okay, also. Die Peasant Militia hat den großen Vorteil, dass sie gleich 12 Leute hat. Damit können alle 12 Top-Spender, die in der letzten Woche am meisten gespendet haben, wird jede Woche resettet, sind automatisch im Team, weil sonst kommen sie eigentlich auf eine Namensliste und da hole ich mir dann Rekrutennamen her, aber in diesem Fall wegen der Peasant Militia können gleich alle mitspielen. Die sind jetzt ihre eigenen Herren, nachdem sie fast verheizt worden wären. Schauen wir uns erstmal die Karte an wegen Seedwert. Boah. Gar nicht schlecht. Hat jetzt, eines ist schon mal dumm. Etliche Karten haben im Norden der Hafenstadt und im Süden. Und wenn man dann noch Glück hat und die Arena-Stadt, weil hier gibt es eine Arena in diesen drei Südstadtstaaten, hat auch einen Hafen. Dann kann man da wunderbar hin und her speeden. Das geht hier definitiv schon mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass die einen Hafen hat. Aber die hat wahrscheinlich einen, aber hier eher nicht. Könnt ihr jetzt gucken, aber egal. Also das ist schon mal nicht gut. Was aber gut ist, es gibt zwei große Häuser, die hier. Also die sind nicht dieselben, sind verschiedene Symbole, sind ein bisschen blöd auch. Und es gibt ein kleineres in der Mitte. Und für später, sollten wir die Late-Game-Crisis überleben, gibt es noch viel unentdecktes Land. Allerdings, ja, das wird dann schwierig, weil...
wo dann so legendäre Orte mit besonders schwierigen Gegnern und besonderen Schätzen auf uns warten. Und dann lass uns noch auf die Straßen schauen, weil da gibt es manchmal auch ganz dumme Zufallskarten, aber die hier gehört nicht dazu. Es gibt überall eigentlich Straßenverbindungen, bis auf hier in den Süden. Hier gibt es einen Cut. Das seht ihr, gell? Also da gibt es keine Straßen. Aber alles andere, ja, hier würde mir jetzt noch eine fehlen. Aber alles andere ist gut verbunden. Also von daher eine gute Karte oder eine okay Karte. Und dann kann halt noch sein, dass bestimmte Sachen fehlen, sogar keine Minen und so. Aber hier haben wir schon mal Surface Copper. Arrowmaker, Lumber Camp, da kann man Holz kaufen. Weißenfels hat auch Surface Copper. Hier auch nochmal Iron. Das ist schon mal gut. Eine Mine sehe ich zwar nicht. Oh. Schwertburg hat ein Armorer, Blast Furnace. Hat einen Workshop, da gibt es günstige Tools. Ja, nach dem allerersten Gucken ist das auch nicht schlecht. Aber jetzt kommt die eigentlich spannende Frage. Was haben wir denn für Typen erwischt? Und ich werde erstmal durchschauen. Wenn ich da nicht neu starte, dann werde ich sie benamsen. Dann gehen wir hin und rüsten sie aus und dann geht's ins Abenteuer. Ja, das fängt ja gut an mit einem 3-Sterne-Typen gleich mal. Ah ja, okay, also winzige Kurzeinführung. Klar, Inventar, Ausrüstung, positive und negative Fähigkeiten, Hintergrund, die Aktion, die er durch seine Waffe hat im Kampf. Aber es ist ganz schnell zu den wichtigen Werten. Das kommt von der Bewaffnung, Hitpoints, klar. Umso mehr Hitpoints, nicht nur desto mehr Lebensenergie, sondern desto weniger Verwundungschance hat derjenige auch. Und Wunden, Verwundungen sind was ganz Übles, die können auch permanent sein. Und wenn er, weil er keinen Helm trägt beim Spielen, einen Permanent Brain Damage abkriegt, dann könnte er nur noch Spielejournalist werden. Ja, dann alle haben 9 Aktionspunkte. Das hier ist eine sehr wichtige Geschichte, Fatigue, die steigt mit allem, was ihr tut. Laufen, durch schwieriges Gelände laufen, noch mehr Schläge, Spezialschläge, noch viel mehr Buffs und so weiter. Das heißt, umso mehr und durch Rüstung und so weiter sinkt das auch, also euer Maximum. Das heißt, oft stehen die dann da und können nur noch schnaufen und sie nicht mehr bewegen. Das wollt ihr natürlich vermeiden, also nicht zu schwere Rüstungen und so weiter und so fort. Also wichtige Eigenschaft, Morale ist, glaube ich, genau in der Schlacht, wird ganz stark beeinflusst von Resolve. Das ist quasi so der Mut. Das ist sehr schlecht beim Janold leider. Und Initiative ist gar nicht so wichtig, wie ich früher immer dachte. Das ist vor allem für Bogenschützen wichtig und für bestimmte Skills. Das ist im Prinzip, wo ihr in der JRPG-artigen Rundenreihenfolge drankommt. Aber meistens wartet man die erste Runde eh ab, lässt den Gegner kommen. Dann der wohl wichtigste Wert ist Nahkampfangriff. Da hat der eben einen Talentstern. Und Talentsterne heißen einfach, da steigt die Chance, das gut steigern zu können beim Levelaufstieg. Und also, der hat jetzt schon einen ganz guten, ne? Der ist okay, Durchschnittswert und kann ihn etwas besser steigern, statistisch, als sonst. Fernkampf, genau, und das hier ist sehr gut, weil der zweitwichtigste Wert aus meiner Sicht, oder vielleicht sogar der wichtigste insgesamt, ist die Melee Defense. Und da hat er 3 Sterne, das heißt, die wird er über die Zeit gut steigern können. Ranged ist er schlecht, wobei die meisten haben ja gar nichts am Anfang. Das ist hier wieder Ausrüstung, Ausrüstung. Und das ist noch wichtig für Bogenschützen und in der Nacht, wie gut zieht der Typ. Also schon mal ein richtig guter Typ. Ich schwöre euch, wenn man so die normalen Stats nimmt mit 3 Leuten, da ist, wenn überhaupt, mal einer mit 3 Sternen dabei irgendwo. Und ich habe hier schon den 2. Super. Und der hat hier noch Dump. Das ist nicht so gut. Darum heißt er auch The Slow. Der kriegt weniger Erfahrung. Aber das könnte man mit einem Perk ausgleichen, nur indem man ihn ab und zu mal gegen Geld trainieren lässt. Dafür ist er athletisch. Oh, das ist sehr gut. Ja. Auch das ist ein guter Bogenschütze.
Also nicht so sehr vom Wert, aber mehr vom Potenzial her. Die haben halt alle wenig Resolve. Das ist echt übel bei den Bauern. Da müssen wir dran arbeiten. Er hat gutes Resolve und das heißt, er wird wahrscheinlich auch ein Sergeant werden. Genau, das könnte ich vielleicht machen. Ich sag denen schon quasi jetzt, wo sie ungefähr hinwollen. Damit ich dann mich nicht vertue später. Das machen wir mal bei ihm genauso. Das wird ein Tank. Und wie gesagt, wenn ich sie mal einmal sortiert habe, werde ich sie dann... Er wird ein Bogenschütze. Werde ich sie dann benamsen. Aber da werde ich schon gucken, dass die Top-Top-Spender die besseren Leute kriegen. Wir sind hier in einer kapitalistischen Kompanie, die Herren und Damen Zuseher und Zuseherinnen. Was habe ich gesagt? Tank. Nee, Bogenschütze. Da brauche ich nicht in Spee hinschreiben. Das ist er faktisch schon. Genau, dann kommt er auch gleich mal in die zweite Reihe. Das scheint auch ein Schütze zu sein. Gucken wir uns gleich an. Und die anderen in die Reserve. Einfach, dass ich hier ein bisschen die Übersicht behalte. Wobei, Tank in Spee, dann braucht er keine Mistgabel und kommt gleich in die erste Reihe. Bei ihm weiß ich es noch nicht. Bei ihm auch nicht. Oh, er wird ein Damage-Dealer. Das kann ich jetzt schon sagen. Dann kriegt er. Also in der zweiten Reihe hat er bessere Überlebenschancen. Dafür nehme ich ihm die Rüstung weg. Das wird ein Damage-Dealer ins B. Genau, und er, oh Gott, was ist denn das hier? Balisette, Laute. Aber wisst ihr was, das sind echt gute Typen. Also ja, oh, das hier könnte noch ein, habe ich das nicht schon, habe ich schon gesagt, Sergeant in Spee, der kommt auch in die zweite Reihe. Und der ist ein Schütze. Ja. Also die drei Sterne sind leider nicht ganz so, aber das wird ein guter Tank. Ja, der kommt in die erste Reihe. Also ich glaube, ich habe echt Glück mit den Typen. Name gucken wir noch. Der. Ich nenne mal die Tanks Schildbruder. Okay, dann klingt das ein bisschen angenehmer. Achso, ja, und wir werden jetzt viel Zeit in dem Screen verbringen. Es geht einfach nach vorne, aber ich will das gescheit machen. Der Schildbruder. Genau, Schildbruder sind quasi die Tanks. Das klingt doch besser. Genau. Und wie nennen wir den Damage-Dealer? Der Schadensmacher. Den nennen wir einfach. Ja, da spinnt gerade meine Tastatur, wie ihr vielleicht seht. Schadensmacher. Und er auch Schütze. Il, das ist irgendeine Sonderfähigkeit. Ah, hier, plus 25 Melee Defense, wenn er flieht. Nicht schlecht. Oh, ich sollte mal die Uhr starten hier, sonst komme ich völlig außen raus. Oh je. Aber wie gesagt, das dauert es ein bisschen, aber wir wollen es gescheit machen. Da stimmt er mir sicherlich zu. Und ihr seht ja, wann der Screen weg ist, könnt ihr auch gleich dahin hüpfen im Video. Habe ich kein Problem mit. Also den nennen wir auch Schütze, das ist schon mal gegessen. Ah, und das Gute ist, der hat hier Pfeile, die er gar nicht braucht. Dann kann man nämlich dem hier zum Beispiel, wer ist denn da besser? Mehr Potenzial. Besser ist er, aber mehr Potenzial hat er. Ah, machen wir trotzdem so rum. Also er kriegt dann einen richtigen Bogen und der andere kriegt erstmal die Schleuder, weil da braucht er keine Munition für. Und Sergeant in Spee, der kriegt eine Mistgabel, damit kann man nämlich aus der zweiten Reihe sehr gut kämpfen und wie gesagt, man überlebt auch besser. Also echt, dieses Putzbrunnen, das war ja geil.
Also gut, das hier sind auch ein bisschen Loser. aber hier auch zwei, also hier zwei und zwei gut, kein Angriffswert. Aber er hier, er wird ein guter Damage-Dealer. Und als solcher tue ich den auch in die zweite Reihe, damit er überhaupt dorthin kommt. Also, Schadensmacher. Ja, und jetzt haben wir sie ja so langsam sortiert. Er hätte es, ja, was soll man mit dem hier so tun? Der wäre auch ein gar nicht schlechter Sergeant vielleicht. Aber da wollen wir ja schon ihn hierhin entwickeln. Und also ein Sergeant soll ruhig auch zuhauen können, wisst ihr? Ein bisschen blöd für ihn, aber ich fürchte, er wird eher diese taktische Rolle bekommen. Und er ist noch so ein, ja, Schadensdealer, puff. Der hat jetzt nichts Herausstechendes, das wird einfach ein Schildbruder. Und er hier, er kann ein Tank werden auch, also Schildbruder. Und er ist auch ein guter Tank, also Schildbruder. Und was ist das hier alles? Das ist, oh, extra Resolve, ja stimmt, 46 ist echt gar nicht schlecht. Disgruntle. Und Ailing, bei dem ist dann Gift wirksam oder länger wirksam, ne? Das ist nicht so doll. Und er hier, uff, Kanonenfutter oder dritter Schütze? Vielleicht Schütze schreibe ich da mal hin. Ja, Schütze ins W schreibe ich mal hin. Gut, dann habe ich sie eigentlich aufgeteilt. Schildbruder, Kanonenfutter, Schildbruder, 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 der Schildbruder. Ja, das mit dem der ist blöd. Zu viel Text auf dem Bildschirm. Und dann werde ich nämlich an den Namen gehen. Und der Top-Spender Nummer 1 war Kriesing. Also kriegt Kriesing den Sergeant ins B, hätte ich jetzt vorgeschlagen. Oder? Das ist doch nur fair. Also, Kriesing. Ist die erste Benamsung. Dann, mit ihm werde ich viel Spaß haben. Das wird der zweite. Und das war, glaube ich, Shorazek. Jawohl. Der Shorazek. Wie gesagt, ist alles keine Garantie. Es kann auch sein, ich mache mir viel Mühe und nach dem ersten Kampf ist die halbe Truppe tot. Aber wir wollen es doch vernünftig angehen. Dann kommt Danny Wild. Ich glaube, das wird er hier. Auch ein Schadensmacher in Spe. Dann kommt Klaus. Klaus. Den machen wir zum Schützen. Schütze Klaus. Der sieht auch so ein bisschen aus wie der Klaus, finde ich. Sag ich es einfach so. Und dann kommt Ruli. Und Ruli wird auch ein Schütze. Allerdings, oh, Klaus ist ein bisschen, ist das der, einer war doch slow, oder? Survivor, Wiesel, nö. Einer war doch slow. Welcher war denn slow? Ich hab's vergessen. Ah, der ist sogar bright. Danny Wild ist bright. Der kriegt mehr Erfahrung. Einer war doch slow. Das war einer der Nahkämpfer, gell? Brave. Oh, sehr gut. Naja, werden wir noch. Werden wir wiederfinden. Also, auf jeden Fall wird Ruli der zweite Schütze. Und dann kommt Stefan. H. Stefan. Ich soll das H nicht sprechen, meinte er in der Vorbesprechung im Kreis der Topspender.
Aber wir können ja nicht auf alles Rücksicht nehmen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir dem jetzt hier diesen sehr guten Schildbruder geben. Und Zockervater ist der nächste auf der Liste. Er überlebt lange. Zockervater, ja, will heim zu seiner Familie abends nach der Schlacht, also er wird gute Überlebenschancen haben, wenn er die ersten Kämpfe überlebt. Dann kommt Blumex 71, die Zahlen lasse ich weg, würde ich sagen. Oh, er hier ist doch noch gut. Er ist echt ein toller Seedwert. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie was ich gerade übersehe. Aber wirklich kann man echt, jetzt kommt Rot, R-O-T, ich glaube, da werde ich von Rot sprechen. Und jetzt wird es langsam Kanonenfutter, nee. Rot wird Schildbruder. Dann kommt Cello oder Leccello, wir sagen Leccello. Das wird der Schütze ins B. Und dann geht es irgendwie nach einer halben Stunde auch mal los mit dem Spiel. Aber naja, es ist schon wichtig. Und dann haben wir nicht zu vergessen noch Nivek und Rhino oder Rino. Gucken wir mal. Wie er hier noch nicht benannt ist. Ich fürchte, es bleibt nur noch Kanonenfutter über. Aber auch Kanonenfutter ist manchmal überrascht uns positiv. Also nicht verzagen, Nivek. Manchmal überleben die Leute gegen jede Wahrscheinlichkeit. Oh, jetzt habe ich einen zu wenig. Habe ich zwei benannt? Nivek? Ach ja, den habe ich vergessen. Oh, der ist gar nicht schlecht. Aber eigentlich auch Kanonenfutter. So. Na, er hat einen Angriffswert von 61. Könnte sogar ein Damage-Dealer werden, wenn er viel Glück haben im Aufstieg, weil er hat auch... Also das hier ist schon nicht schlecht. Das ist für einen Schildbruder gut. Nee, es tut mir leid, Kanon... Nee, das ist... Nein, Kanonenfutter ist viel zu abturnend. Den nennen wir zweiter Sergeant ins B. In S, okay. Gut, aber jetzt geht's in die Stadt. Waffen und so werden dann noch vielleicht umverteilt. Schauen wir mal. Es geht los. Ein Zweierauftrag ist gleich mal interessant. Mhm. Beim Taxidermist können wir noch nichts machen. Da kann man so ein bisschen craften. Der Weaponsmith hat geile Waffen, die wir uns im Leben nicht leisten können. Wir haben nicht nur 1250. Wir haben auch kaum sonstige Sachen. Wir sind halt ein Bauerntrupp. Aber wir haben Potenzial, sag ich euch. Ja. Also, die gute Nachricht ist, es gibt gleich mal zwei Bögen zu kaufen. Und auch zwei Köcher. Aber ich glaube, wir brauchen nur einen Köcher. Weil, ich zeige euch das gleich. Weil nämlich er hier... Nee, schade. Manchmal haben sie schon Pfeile dabei. Ich habe es ja umverteilt. Er hat schon Pfeile dabei. Genau, das war nämlich das. Also wir brauchen, der kann jetzt seinen Bogen kriegen. Dann er auch. In kaputten, aber die werden automatisch repariert mit den Werkzeugen. Ein Werkzeugpunkt macht 15 Prozentpunkte wieder gut. Aber egal von was. Also es lohnt sich bei vielen Sachen nicht, sie zu reparieren. Das kann man auch ein- und ausschalten händisch. Und dann kriegt der dritte hier, der Leccello, ist gar nicht mehr Schütze ins W, der ist jetzt richtiger Schütze. So geht's, gleich mal befördert worden. Aber hier muss ich noch den Pfeilköcher kaufen, sonst kann er nicht schießen. Also das ist die Munition hier oben, das ist der Pfeilköcher. Das sind zwei verschiedene Sachen. Genau.
So, und jetzt ist von unserem Geld. Noch 925 über und am liebsten sollten jetzt die Leute Schilde bekommen, aber es gibt hier kaum Schilde zu kaufen. Das ist schon mal schlecht. So, und dann schnell in die nächste Stadt. Dann immer gut ist ein Speer am Anfang. Warforged ist richtig gut, aber zu teuer, würde ich fast sagen. Warum ist ein Speer gut? Weil mit einem Speer kann man so Schild, also kann man automatisch Gegner, also einen Schildwall machen oder Speerwall nennt sich's. Ja. Die eine oder andere Mütze werden wir noch kaufen, vielleicht sogar eine angeschlagene Rüstung, die sich zu reparieren lohnt. Jetzt seht ihr hier auch Maximum Fatigue minus 4. Das ist noch gar nichts. Nachher gibt es Rüstung. Da kann man sich nicht mehr bewegen. Ja, das kaufen wir uns dazu. Und ebenso ist das ein ganz guter Preis. Das auch. Das auch. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir damit kommen und ob wir, weil wir brauchen auch noch ein bisschen Sold für 1-2 Tage. Wir brauchen 210 Sold pro Tag. Können natürlich auch mal gucken, ob es noch einen aussichtsreichen weiteren Bewerber gibt. Diebe sind zum Beispiel immer gut, aber. Oder er hier wäre sogar ein Poacher. Aber wir haben jetzt schon 3 Schützen. Es ist nicht garantiert, dass das ein guter wäre. Achso, da hätte ich. Eine Sache, ich gebe das jetzt nicht aus, aber ich spiele mit einer Mod, wo man auch die Talentsterne sieht beim Tryout, weil das kostet 25% der Gesamtsumme. Also 470, ne, stimmt in dem Fall nicht, oder? Ein Sechstel ist das in dem Fall der Gesamtsumme. Und die ist dann weg, diese Tryout-Gebühr, selbst wenn man ihn kauft. Aber dank der Mod sieht man halt halbwegs was Gescheites wenigstens. Nee, aber das ist gerade keine. Wir bleiben mal bei diesem Anfangsteam. Und dann schauen wir mal jetzt, wie wir mit der Bewaffnung vorankommen. Also die beste Bewaffnung kriegt er hier, der Zockervater. Und die zweitbeste hat er jetzt schon, denke ich, genau. Er als Schildbruder. Da fällt mir jetzt die Entscheidung schwer. Kriegt der Rot oder Rhino oder Blumex? Ne, Blumex. Dafür muss er aber nach außen, da ist es gefährlicher. Er kriegt die zweitbeste. Achso, und er kriegt hier diese Mütze. Und die beiden kriegen die relativ stabilen. 14, 45. Genau. Hinten, der hat noch eine gescheite. 55. Das kriegt aber mein Sergeant. Und ehrlich gesagt ist der Helm wegen seiner Nachtsicht eigentlich auch Feng Shui. Das muss irgend so ein Spenderbonus sein. Feng Shui. Da kriegt er auf Maximum Fatigue weniger. Eigentlich ist das besser für einen guten Bogenschützen. Das kriegt der Klaus. Und er kriegt diese Kappe. So, und das der zweite Sergeant ins B. Nur, dass ich nicht so recht daran glaube, dass er da jemals hinkommen wird. Und der kriegt. Was ist denn das eigentlich? So ein Hacke. Ah, das ist gar nicht schlecht. Scram 6. Kriegt er ein Schild. Er kriegt die Axt. Das ist mit das Beste. Und darf nach innen. Er schlägt mir dem Ding einmal zu, das war's. Stattdessen kriegt er von mir, das ist auch ein bisschen defensiv, das hier. Er kriegt den Padded Circle Code.
Also ich musste einfach ein bisschen nach Überlebenswahrscheinlichkeit und Überlebenserwünschtheit gehen, aber dafür kriegt jetzt einen Hut. Immerhin, oder? Ich bin kein schlechter Kompanievater. Und er wird halt mal ein guter Schildmann, Schildbruder, aber gerade ist er halt noch keiner. Ein bisschen Geld habe ich ja auch noch. Ja. Aber jetzt reicht's. Oder? Ah, noch eine gute Waffe oder bessere Waffe. Hatchet ist nicht schlecht. Schade, schade. Das können wir uns natürlich alles nicht leisten. Und zu viel in der zweiten Reihe brauche ich auch nicht. Aber ich möchte auch nicht zu viel Geld ausgeben. Wer weiß. Wir können nämlich zum Beispiel Tools, könnten wir eine Ladung brauchen. Die sind hier sogar bezahlbar. Habe ich dann noch genug für einen Tag Sold über? Ja. Dann ist es jetzt die Entscheidung. Ein bisschen was verkaufen wir. Zum Beispiel diese Laute. Brauchen wir nicht. Ich habe auch das Achievement schon. Ja. Gut. Nee. Wir rüsten jetzt noch aus. Und dann geht's in die Schlacht. Beziehungsweise gucken mal, wo es hingeht. Also, da wir jetzt noch eine gute Rüstung haben. Also relativ gute. Kriegt die jetzt der nie weg. Ist halt schon ein Wort gegen. Nee, der Rhino. Eigentlich gemein, weil der Rhino hinter dem nie weg war. Ja. Okay, machen wir es so. Ein bisschen was muss ja das, die Euros ja auch bewirken. So, hat jeder eine Waffe? Jawohl. Dann kriegt einer meiner Leute noch ein Messer zur Selbstverteidigung. Sollte die Notwendigkeit einmal entstehen. Und dann, also ich würde die gerne besser ausrüsten, aber ich habe halt das Geld nicht. Und in der zweiten Reihe haben sie relativ höhere Chancen. Auch wenn mir das nicht wirklich gefällt hier. So, das ist noch ein 20er. Und diese Kutten verkaufen. Dann haben wir unsere Startaufstellung und er hier kriegt. Er hat noch keine Waffe. Scheiße. Entschuldigung. Das hier wollte ich ihm geben. Ja, dann. Ich bin jetzt leider waffentechnisch. Ich habe nur noch 30. Da kann ich mir nichts mehr von leisten, was irgendwie Sinn macht. Hat mal 48, so eine Keule. 105, 48 passt. Keule ist gar nicht schlecht. Allerdings sollte man das. Ja. Der hat schon eine. Der hat ja eine gute Rüstung. Naja, übertreiben wir es mal nicht. Dann kriegt der Klaus wieder sein Messer. Und wir verkaufen noch schnell die drei Kutten. Und ich verspreche euch, so viel Inventarmanagement werdet ihr nie wieder sehen, aber das muss jetzt einfach sein. Und damit geht es los. Und jetzt schauen wir mal, ich mache auch in der ersten Folge ein bisschen länger einfach. Jetzt schauen wir aber mal, was dieser Auftrag so bringt. Weil 2 ist schon schwer. Oh. Ja, das ist ein scheiß erster Auftrag. Das ist eine Karawane, da werden wir ein bis zweimal angegriffen. Das wird auch entsprechend Geld bringen, das ist schon verdächtig viel. Nee. Ich mache jetzt trotzdem mal I accept your offer. Aber jetzt sage ich, I need some time to think about it. Und damit ist er quasi gespeichert, aber ich glaube nicht, dass ich den haben will. Dann schauen wir mal, wo es hingeht als nächstes. Dann gehen wir in die nächstgelegene Stadt nach Nottholz. So, und jetzt kann ich auf dem Weg dahin ein bisschen was erklären. Es gibt 2 Spielgeschwindigkeiten. Ich nehme jetzt lieber mal am Anfang die
leichtere. Und es gibt einen Tagesablauf. Und ich muss einmal am Tag, nämlich wenn es von Midday zu Afternoon springt, Zoll zahlen. Das heißt, in 24 Stunden werde ich um 106, 105 Kronen ärmer sein. Und ihr seht so die Entfernung hier, so ein halber Tag. Es wird schon Afternoon. Nachts haben die Läden zu. Und hier hat es zwei Aufträge, sehr gut. Das können wir gleich mal schauen. Weinen wir, weil es hier was ganz Tolles gegeben hätte? Nein, überhaupt nicht. Das ist bezahlbar. Gut. Aber schaut die Tools, wo wir jetzt schon 8 verbraucht haben für die Reparatur von 120 Prozentpunkten. Kaputte Ausrüstung. Tools sind ja total teuer. Dafür sind die Pfeile billig. Also hier muss man Pfeile kaufen. Warum sind die Pfeile billig? Weil es einen Fletcher gibt. Und zwar, da habe ich vorhin ja schon gesehen, hier, den Arrowmaker. Nicht Fletcher, sondern Arrowmaker. Und Holz ist günstig, weil es ein Lumbercamp gibt. Zwei sogar. Also es hat wirklich Auswirkungen. Und diese ja, Produktionsstätten können auch geplündert werden und so weiter. Also so ein richtig kleines Wirtschaftssystem dahinter. Hier könnte man in die Kneipe gehen, ein Gerücht hören, ob es irgendwo vielleicht Ruinen gibt oder so. Neue Leute anwerben. Beim Fletcher gibt es neue Bogen. Da sollte man möglichst schnell auf die Hunting Bows umsteigen. Die sind nämlich halbwegs bezahlbar und deutlich besser als die, die wir jetzt gerade schon haben. Aber jetzt gucken wir uns mal die Aufträge hier an. Your hand, your duties over to Rot, der Schildbruder, and let the man lead the way. You step into Berg of Nordholz's room and he shoves you a map into your face. There are parts of this world man still has yet to find and charred into his maps. I am looking for bleached out ruins east of here or near the region of Holmburn. Ja, east is proof. What does it pay? 300. Ich sag mal ja und tue es in die Warteschleife. Aber das können sehr leicht verdiente Gelder sein. Nur es kann halt auch sein, dass man ewig danach sucht. Aber meiner Erfahrung nach, gerade am Anfang sind die dann schnell gefunden. Gerade wenn es ein Level 1 Auftrag ist. Und das bringt dann nicht nur Geld, sondern auch Renown. Und mit Renown steigern wir unseren Ruf. Und je besser der Ruf, desto besser werden auch die Contracts bezahlt. Und außerdem gibt es dann Ambitions und so weiter, kommen wir noch zu. Gucken wir uns den an. My master requires your services. He's heard of your exploits. Bislang sind wir nur von einem Dorf zum nächsten gegangen. Follow me and I shall take you to him. Und ja, und das ist wieder ein Karawan-Auftrag und der ist ungefähr so bezahlt, nee, der ist schlechter bezahlt als der andere. Das könnte aber heißen, dass der hier weniger gefährlich ist und wir nur einmal angegriffen werden. Das, da gibt es Zusammenhänge aus dieser prozeduralen Machart. Okay. Auch den behalte ich mir mal vor, Schwertburg, weil ich möchte auch erstmal wissen, wo das hinginge. Oh, das ist gar nicht so weit. Das ist gar nicht so weit. Da läuft er hier lang. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nur einmal angegriffen. War das wirklich Schwertburg? Ja. Aber jetzt machen wir erstmal den anderen hier. So. East of here. Und es kann sein, dass wir es sofort finden. Kann auch sein, dass es ewig dauert. Seien wir gespannt. East of here or Holmburg. And around the region of Holmburg. Bleached out ruins. Könnte da irgendwo liegen. Dummerweise sieht man bei Nacht, glaube ich, schlechter, gerade für solche Suchgeschichten.
Ja, und Ziel des Spiels ist es einfach, reich und berühmt zu werden. Jetzt gehen wir mal ins Encampment. Da wird, glaube ich, auch ein bisschen schneller Zeug repariert. Jetzt ist schon wieder Dawn. Dann gehen wir mal weitersuchen. Also ich werde so eine Schleife machen. So, jetzt kommt die erste Ambition. Eine Ambition ist etwas, worauf man hinarbeitet. Idealerweise Dinge, die man eh gut erfüllt nebenher oder was man eh machen möchte. Und die bringen dann sehr viel Renown, wenn man sie schafft. Die Battle Standard ist sehr, sehr praktisch, aber wir werden eine Weile brauchen, bis wir 2000 kriegen. Das sind, glaube ich, 8 Contracts, jawohl. Arenas of the South sind wir zu weit entfernt. Und hier müssen wir 5 Packs of Beasts. Ich glaube, wir machen 8 Contracts. In der Hoffnung, dass wir den hier relativ schnell erfüllen werden. Aber es kann halt auch einfach, können Sie es auch hier ein Astloch suchen. Das weiß man nie so genau. Holmborn ist ja hier oben schon. Unter Umständen ist es auch hier unten. Und wir sehen es. Ah, da ist es. Hier, wir haben es gefunden. Sehr gut. Und jetzt ist die Frage, ob wir da vielleicht gleich angreifen. Okay, ich kann aber nicht sehen, wer da drin ist. Nee, das ist zu viel Risiko. Das können 10 Wiedergänger sein und ein Nekromant und dann sind wir halt weg. Stattdessen laufen wir nach Hause. Gerade wurde der Sold bezahlt. Ich kann auch mal auf schneller stellen. Das heißt, wenn wir dann zurück sind, haben wir für die nächsten 2 Tage wieder den Sold. Und es gibt sogar einen neuen Auftrag. Das ist der erste der 8, den wir für unsere Ambition brauchen. A bird is perched on Berg of Nordholz's window. Bla 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 bla. Okay. Brigands haben ihm was geklaut. Wir sollen es ihm zurückbringen. 350 heißt für mich, das wird nicht so schwer. Trotzdem ein bisschen mehr Geld verlangen. 360. I accept your contract. Und jetzt müssen wir nach Fußspuren schauen. Und das wird wahrscheinlich eine Nacht, ein Nachtkampf. Oder wir... Ja, die laufen nach Norden. Und dann kommen wir unserem ersten Kampf näher. Naja, bis wir die eingeholt haben, ist schon wieder Tag. Jetzt. Sind 7, wir sind 12. Diebe sind in der Regel ungefähr so wie wir ausgestattet, ein bisschen schlechter vielleicht. Das sind die. Das ist ein nächster Punkt, den wir uns angucken könnten. Und die erste Schlacht der Global Brothers. Oh oh, schlechtes Wetter. Schlecht für unsere Bogenschützen. Terrain unübersichtlich. Und da werden wir uns. Schaut mal, die kommen bestimmt und greifen uns an. Wie weit kommen sie? 2, 3, ja, bis 1, 2, 3, 4. Die kommen nicht an uns ran. Dann warten wir einfach mal ab, was sie machen. Achso, und ich habe noch hier. Ja, das sieht man nichts, weil die alle noch nichts können. Aber ich habe auch hier so einen Mod drin, der ein bisschen mehr Infos in diese Overlays, in diese Pop-Up-Statistiken einblendet. Also nichts, was ein Cheat wäre, aber einfach, um bessere Entscheidungen, taktische treffen zu können. Okay, die greifen an, das war zu erwarten. 7 Stück sind's.
In aller Regel kommen Gegner von einer Seite. Wenn man geambusht wird, kann es auch von mehreren Seiten sein. So, jetzt mache ich... ja, wo stellen wir uns denn hier auf? Die kommen hier. Ich glaube, wir positionieren uns jetzt taktisch um. Damit wir von oben nach unten kämpfen können, wisst ihr? Und er kann dann hier schön seinen Speerwall machen, um den Bogner zu schützen. Er hier sollte halt irgendwo hin, wo er noch schießen kann. Kann er noch einen? Ja. Er kommt in die zweite Reihe, der Schurazek. Er wird die linke Flanke, oder die rechte Flanke besser gesagt, der Rino. Klaus als guter Schütze darf hier hin. Danny Wild gibt ihm hier sowas wie eine Überlebenschance, nett von ihm. Kriesing. Riesing hat gerade keinen optimalen Platz. Naja, dann basteln wir Riesing hier einen optimalen Platz. You will see. Und ihn habe ich ein bisschen schlecht platziert, den Schurazek. So! Also sie wollen quasi die rechte Flanke angreifen. Dann fangen wir mal an zu schießen. 31%. Jawohl, gleich ein Wirkungstreffer von Ruli. Und er schießt nochmal und daneben. Der hat hier jetzt wenig Action eigentlich zu erwarten. Darum, ja, ich komme schon an ihn ran, aber können da nicht mehr angreifen. Geht er jetzt hier vor? Und Klaus, sie 22%, zwei Schüsse daneben. Warum darf ich da nicht rein? Dann musst du halt hier hin und warten, was passiert. Und tja, jetzt könnte ich ihn angreifen hier. Und die beiden können auch noch ziehen, dann mache ich das. Und er versucht gleich mal einen Limp-Abschlageschlag. Hat's getroffen, aber sonst nichts gebracht. Okay. Also die Gegner sind sehr zerfasert. Das sollte uns helfen. So, darum gehe ich jetzt auch in die Offensive, statt da ewig zu warten. Aber klar, am Anfang können die noch nicht so wahnsinnig viel. Er könnte dann mal ein Netz auf ihn werfen, aber da warten wir noch nicht. Und weil wir uns jetzt gerade so ein bisschen allgemein umorientieren, geht er nach vorne und macht... Oh, ein Knockback wäre lustig. Machen wir doch mal ein Knockback. So. Dann verliert er nämlich einen Angriff dadurch, dass er wieder hoch muss. Genau, er. Ah! So, wenn ich jetzt weglaufe, das könnte ich von Punkten noch, schlägt er auf mich. Das ist nicht gut. Darum lasse ich das. Und ziehe ihn lieber hier hin, um eine Frontlinie zu bilden, den Zockervater. Wir müssen ein bisschen auf diesen Mistgabelträger hier aufpassen. Und unsere Mistgabeln an die Front bringen. Jetzt schaut, was das Tolle ist an den Dingern.
Ja, der erste Kill. Und wer ist natürlich Kriesing, der Nummer 1 Topspender, der Sergeant in spe. Er hat schon Blut geleckt. Schwarze kommt nicht mehr zum Zuge in dieser Runde. Erster Kill für die Global Brothers Company. So, er wartet ab. Er geht jetzt in seinen Schildwall. Wenn da jetzt ein Gegner ranzieht, wird er automatisch gepiekst. Oder zumindest versucht es der Nivek, ihn zu pieksen. Sie warten alle. Wenn man wartet, kriegt man eine Strafe auf die Initiative. Ja, gut, Ruli. Aber das macht in der Regel nichts. Hier soll man ein bisschen vorkommen. Na, Klaus ist noch nicht so sehr treffsicher, wenn ich das mal sagen darf. Daneben geschlagen. Und jetzt darf Schorazek daneben. Ja, all diese Zweihandwaffen brauchen mehr Aktionspunkte, nämlich 6 von 9. Darum darf er nur einmal pro Runde. Gucken wir mal, ob es Kriesing besser macht. Nein. So, dann hacken wir mal. Jawohl, abgetrennter Kopf durch Blumex. Allerdings hat Stefan H. etwas abbekommen auf seine Rüstung und schlägt den jetzt erstmal bewusstlos. Wenn es klappt, hat nicht geklappt, aber trotzdem Schaden. Und dann habt ihr gesehen, dass hier jetzt so Flaggen erscheinen. Damit wird verdeutlicht, dass sie halt ängstlicher werden, ihre Moral leidet. So, er macht jetzt aus taktischen Überlebensgründen nicht das Netz, weil er hofft, dass er die nächste Runde überlebt. Er bleibt aber tunlichst da stehen. Und er bleibt auch stehen. Und er auch. Man muss wissen, wann man Geduld braucht. Und man muss wissen, wann es Zeit ist zu töten. So. Und Schorazek tötet. Ah. Und jetzt kann Rino hier mal zustochern mit seinem Dolch. Dolche braucht man als eine so Last-Ditch-Verteidigung. Vor allem kann man damit Rüstungen punchern. Und wenn die Rüstung oder andersrum gesagt, wenn dann der Rüstungsträger stirbt, aber die Rüstung hat nicht viel abbekommen, weil die wird ja gepunchert und nicht irgendwie zerstört oder kaputt geschlagen, dann kann man sie eher looten danach. Darum. Das werden wir aber dann in späteren Folgen sehen. So, jetzt an den muss ich natürlich ran, weil der auch eine Fernwaffe hat. Und auch den versuche ich jetzt bewusstlos zu schlagen, was nicht geklappt hat. Jetzt kommt er dran. Trifft zum Glück nicht. So, er kann einen Schritt machen, der Kriesing. Daneben, dummerweise. So, jetzt, wenn ich auf ihn schieße, ist er dazwischen. Darum gehe ich einen Schritt hier runter. Oh, treff trotzdem nicht. Wenn man direkt hinter der vorderen Linie steht, dann gibt es die Chance nicht. Dann kann man einfach drüber schießen. So, jetzt ist die Frage, wer ist hier gefährlicher? Und wo kommen die anderen besser dran? Ja, der ist gefährlicher, möchte ich behaupten. Jawohl! So, und jetzt gilt für ihn dasselbe. Darum gehe ich hier hin. Aber er trifft nicht. Also die Bogenschützen sind noch nicht so die effektivsten. So, der hat jetzt keinen Helm mehr, wie man sieht. Und auch Lebenspunkte sind schon gut runter. Aber er lebt noch. Und der hat jetzt leider den Rino erwischt. Und Rott hat dem ein Ende bereitet. Oh.
So, Vorwärtseck bringt sich in Stellung für die nächste Runde, kann es aber auch selbst getroffen werden, aber ein bisschen Risiko. Der ist jetzt im Versuch wegzugehen, gekillt worden. Das sieht doch sehr gut aus, oder? Achso, jetzt hier, Stefan hat keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen, weil seine Fatigue am Anschlag ist. Und durch das Nix-Tun wird er, also, oder pro Runde kriegt er 15 wieder abgezogen. So. Danny Wilde trifft abermals nicht. Ich möchte das so anklagend hervorheben. Dafür macht der Nemec mit ein bisschen Messern allein den Fertig nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, Entschuldigung, das war nicht Nemec natürlich, sondern, wer war denn das? Der Rino. Und Nemec hat jetzt ihn besiegt. Ein perfekter erster Kampf, ein großer Sieg, noch keine Levelaufstiege. Die entscheidenden Charaktere waren Kriesing, Blumex, Rott, Nemec, Vorazek, Rino und Stefan. Die anderen fünf haben halt keinen gekillt. Und entsprechend verteilen sie auch die XP. Ja, das Loot ist gar nicht mal schlecht. Bisschen redundant leider, bis auf den Schild. Und diesen Schild werde ich jetzt auch gleich verteilen. Oh, was ist das? Ah, jetzt könnte ich quasi gar nicht meinen eigentlichen Vertrag erfüllen, sondern quasi... Ah, er zahlt viel, viel mehr Geld. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte an meinem Ruf arbeiten. Und darum bleibe ich beim ursprünglichen Auftrag. Das war also eine Gewissensentscheidung sozusagen. So. Und jetzt sind wir quasi ohne Verluste. Ein bisschen, ja, Fleischwunden sind es noch nicht mal. Schürfwunden haben wir davon getragen. Ein Schwert gar nicht schlecht. Das kriegt erstmal Zockerbruder. Das Schwert. Jetzt könnte man nur gucken, ob wir quasi beschädigtere Waffen haben als die neuen. Das ist nicht der Fall. Und dann werden wir diese Waffen, es könnte sich, nee, es lohnt sich nicht bei diesen. Aber eine Mütze können wir noch verteilen, und zwar dem Rino. So. Und dann kriegt Kriesing endlich einen Hut. Wieder. Ich glaube, dem wurde was kaputtgeschlagen, kann das sein? Hm. Genau. Und dann haben wir den zweiten Auftrag erfüllt. Achso, dann können wir noch da oben schauen. Ob wir da vielleicht sehen können, was drin ist. Ah, das sieht man schon. A lot of Barbarian Reavers, a Barbarian Drummer. Wer hätte nicht die geringste Chance? Reavers sind echt gut und ein Drummer heizt die noch auf. Nee, Leute, das kann man mal mit einer anderen Company machen. Also ganz im Nordosten gerade unterwegs. Aber ich frage mich jetzt fast, ob wir nicht die Karawane machen sollten nach Schwertburg. Dadurch, dass sie nicht so gut bezahlt ist, habe ich die Hoffnung, dass wir nur einmal angegriffen werden auf dem Weg. Ja, fast das dritte hätten wir gekriegt. Und ich frage mich, ob wir den neuen Reichtum und die Karawanenpflicht nicht dafür verwenden sollen. Jetzt kaufen wir uns erstmal Pfeile. Die sind echt zu günstig hier. Und noch ein Schild. Schilde kann man nie genug haben am Anfang. Ob wir nicht noch einen weiteren Menschen in die Company aufgeben, denn die Top-Spender haben abgestimmt, was die Personalstrategie anbelangt in der ersten Woche, dass wir mit Bedacht auf bis zu 16 Brüder aufrüsten maximal von unseren 12. Auf 16 gehe ich allerdings erst, wenn wir die entsprechende Ambition haben, die meistens kommt. Also ich werde erstmal nicht über 15 gehen, bis wir diese
Ambitionen, 16 Leute im Team zu haben, bekommen. Weil dann ist sie automatisch erfüllt. Schauen wir mal, was es so gibt. Und jetzt kann ich mir eh nur einen leisten. Ja. Ich könnte erstmal das überzählige Zeug verkaufen und nochmal gucken. Bisschen Waffen überhaben. Naja, aber jetzt brauchen wir gerade jeden Pfennig. Ja, und eigentlich hätte ich ihm noch. Das war jetzt dumm. Der hat ja keine Waffe. Naja. Das war echt dumm. Naja, kann man nichts machen. Und erst ein Poacher. Da haben wir die Chance. Es wartet mal 500. Nee, es wird zu viel. Ich kann mir das vorher anschauen, nicht leisten. Ich werde mich jetzt einfach anwerben. Kriegt man halt hier so Hinweise, was er durchgemacht hat. Aber es liegt halt alles eher am Background. Let's see. Ja, und das ist jetzt ärgerlich. Das ist so ein typischer Fall. Er hat jetzt keinerlei Talente im Bogenschießen, hat nicht mal einen guten Wert beim Bogenschießen. Er ist eher ein Nahkämpfer. So ein Unsinn. Aber wir haben hiermit da ein bisschen mehr Überlebenschancen. Wir haben hiermit einen weiteren Bruder, den wir benamen müssen. Und damit ist wir haben gesagt, in der ersten Woche können auch weitere Plätze reinkommen. Legend Killer im Spiel. Legend Killer, nicht natürlich The Liar, sondern angesichts seiner Fähigkeiten Legend Killer, das Kanonenfutter oder ohne das. Und mit dieser frohen Benamsung, das war echt dumm, ich hatte vergessen, dass der eine nur ein Messer hat. Ich hätte eine der Maces. Guck mal hier, Wertschöpfung. Ich habe sie für 10 und 12 verkauft und prompt kosten sie 66 und 79. Das war echt dumm. Ich könnte mir einen Flegel zurückkaufen. Aber gucken wir mal, ob das bei einem Kanonenfutter überhaupt lohnt. Und insoweit, ich weiß, es war jetzt eine sehr administrative erste Folge, aber ihr glaubt, ihr habt beim Kampf schon gesehen, das kann man. Und ab Folge 2 geht's dann richtig los. Bis morgen. Und du willst wirklich dein gesamtes Geld in die Kompaniekasse stecken? Ja, ja, das will ich unbedingt. Und zwar freien Willens, weil du die Global Brothers liebst. Ja, das möchte ich. Genau, ich liebe mein... Ja, von ganzem Herzen. Gut. Kann ich jetzt gehen? Spinnst du? Schnapp dir eine Keule und ab in die erste Schlachtreihe. Unterstütze auch du die Global Brothers. Freiwillig.